Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die SPD zu wählen. Ich will mal die wichtigsten aus meiner Sicht nennen. Das ist zum einen der Bereich Bildung und Betreuung. Das ist ja gerade auch für jüngere Leute wichtig. Zum anderen der Bereich Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Und zum dritten vielleicht der Bereich Lärmschutz beim Bahnverkehr durch den Jade-Weser-Port. Ein Spezialthema, was ja ganz viele Oldenburger betrifft. Bei Bildung und Betreuung ist es so, dass wir der Meinung sind, wir brauchen mehr Krippenplätze in Oldenburg. Wir wollen für jedes Kind, das deren Eltern einen Krippenplatz möchten, wollen wir in den nächsten 5 Jahren auch einen schaffen. Das werden um die 500 Krippenplätze sein, die wir schaffen müssen. Wir wollen das Ganztagsschulangebot ausweiten und wir wollen, weil immer noch sehr viele Eltern und Kinder keinen IGS-Platz bekommen, wollen über eine 4. IGS in Oldenburg reden, wenn der Bedarf so hoch bleibt. Im Bereich des Wohnungsbaus müssen wir sagen, in Oldenburg fehlen derzeit schon 1.000 Wohnungen. Vor allen Dingen Wohnungen für Menschen, die nicht so viel Geld haben, Alleinerziehende, Rentner, Schülerinnen, Studentinnen, Studenten. Und hier müssen wir eine ganze Menge machen als Stadt. Hier brauchen wir ein Wohnungsbauprogramm, das wirklich auch bezahlbaren Wohnraum schafft. Es sind sehr viele Luxuswohnungen entstanden in den letzten Jahren. Das ist auch gut, das ist attraktiv für Oldenburg. Aber wir müssen auch für Leute mit kleinem Geld kleinere Wohnungen schaffen. Und der dritte wichtige Bereich ist sicherlich die Frage des Lärmschutzes an der Bahnlinie. Hier sind wir als SPD der Meinung, dass wir als Oldenburger da nur zusammen was erreichen können. Da wird keine Partei alleine was erreichen. Deshalb begrüßen wir, dass es jetzt diese Ratsresolution gibt. Diese Forderung nach Lärmschutz sofort ab nächstem Jahr, die unterstützen wir nachhaltig. Und jetzt ist die Bundesregierung gefragt, hier das entsprechende Geld reinzusetzen. Daneben müssen wir dafür sorgen, dass wir an den Bahnübergängen nicht im Dauerstau stehen bleiben, sondern dass wir auch dort, da wo das möglich ist, Alexanderstraße ist ja schon in der Planung und auch in Ofener Diek oder im Stadtsüden, entsprechende Regelungen schaffen, damit wir nicht den ganzen Tag im Stau vor der Bahn verbringen. Die Demokratie funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Also es reicht nicht, auf die Zuschauertribüne zu gehen, sondern mindestens als Wählerinnen und Wähler, noch besser natürlich, wenn man sich aktiv engagiert, sollte man dabei sein. Und gerade in der Stadt, in der Kommune kann man ja unheimlich viel mitgestalten. Viel mehr wahrscheinlich, als viele, gerade auch jüngere Menschen wissen. Wenn man sich mal informiert, natürlich kann man darauf Einfluss haben, ob man ein Jugendfreizeitzentrum erhalten kann, ob man eine Jugendbibliothek erhalten kann oder ob man eine Skaterbahn bekommt. Hier brauchen wir wesentlich mehr Engagement, gerade von jungen Wählerinnen und Wählern. Und das fängt mit der Wahl an, aber hört eigentlich damit noch nicht auf.